So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück in einer neuen Woche. Ihr seht, ich habe noch dasselbe Outfit an wie am Freitag. Und das hat auch seinen Grund. Ich platze nämlich vor Motivation, was dieses Video angeht. Und wer mein letztes Video vom Freitag gesehen hat, wird auch wissen, warum. Denn ich habe in meiner aktuellen Look Fantastic Box ein Produkt drin gehabt, das... Da ist jedes bescheuerte Pröbchen, was ich je bekommen habe, ein Scheiß gegen. Jetzt mal ganz ehrlich. Es handelt sich hier um die sensationelle Wet Brush, Lil Glow Brush. Das ist eine, um es kurz zu sagen, im Dunkeln leuchtende Haarbürste. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich unter uns Mädels. Wer von uns bürstet sich denn nicht im Dunkeln die Haare? Also ich meine... Wozu brauche ich einen Spiegel? Wozu Licht? Ist doch total überbewertet. Also sobald ich auf... Ich habe die Augen nicht mal auf, da fange ich schon an zu bürsten. Also wer braucht das schon? Oder vielleicht ist einem ja auch total langweilig und ja, ich hampel dann einfach mit so einer komischen, giftgrünen, verstrahlten, leuchtenden Bürste in der Hand herum. Der Witz ist, ich bin 31 und ich frage mich gerade, wollen die mich verarschen? Ich bin noch keine 10 oder 11 oder 12 mehr. Auch wenn ich coole und lustige und witzige Sachen mag. Ich bin ja hier Queen of Kitsch manchmal. Aber der Witz ist, dass hier auf diesem Bild, seht ihr das? Da sind Kinder abgebildet, beziehungsweise Teenager. Also allerhöchstens so 13. Ja, toll, super. Fühle ich mich total ernst genommen mit. Ich sag noch mal kurz, wofür die gut sein soll. Ich lese es auf Deutsch vor, obwohl es auf Englisch besser klingen würde. Bürstet nasses und trockenes Haar. Perfekt für Männer, Frauen und Kinder. Für dichtes, lockiges und gerades Haar, weiche, flexible Borsten entwirren das Haar mit Leichtigkeit und bestens für Haarteile und Perücken. Ja, klar, ich habe mit 13 auch Perücken und Haarteile gehabt. Naja, packen wir es einfach mal aus, weil ich muss es jetzt mal ausprobieren. Also, das hat schon mal so eine ganz komische, also es fühlt sich schon mal sehr komisch an, muss ich sagen. Und ich habe es in meinem letzten Video schon erwähnt, es gibt von dieser Firma so tolle, hübsche Bürsten. Also so richtig mit Neonfarben, glaube ich, oder bunt und gestreift und gepunktet und sonst wie alles. Ich verlinke euch die mal unten, also zumindest auf Look Fantastic habe ich ein paar coole Modelle gesehen, die mir gefallen haben. Warum habe ich das hier gekriegt? Was soll ich damit machen? Das Schöne ist, ich gucke gerade hinten drauf und hier sieht man dadurch, dass das halb durchsichtig ist, erstmal schön den Kleber und wie das so schön hier, wie dieses Borstenkissen befestigt ist. Also sehr, sehr unschön. Eins muss ich aber sagen, die ist klein, die ist kompakt, die liegt gut in der Hand. Also der Griff, da bin ich ehrlich, der Griff ist toll, der sieht gut, der fühlt sich gut an, so von der Form her. Aber dieses... Material, ich gehe mal davon aus, das hängt damit zusammen, dass es spezielles Material ist, was halt dieses Licht so aufsaugt, weil ich meine mich erinnern zu können als Kind, dass alle Sachen, die irgendwie so glow in the dark waren, dass die irgendwie auch so ein komisches Gefühl auf der Haut hinterlassen haben, also fast schon pudrig wieder. Da kann ich nichts gegen sagen, will ich auch nichts gegen sagen. Ich will die Marke ja nicht schlecht machen. Okay, das Produkt ist scheiße, aber trotzdem, ja, jeder irrt mal, irren ist menschlich. Ja, und hier seht ihr schon so richtig tolle Bürsten, Borsten. Und die sind natürlich schön giftgrün, so richtig schön passend zu dem, ja, Thema. Und ja, die sind ziemlich lang, muss ich sagen. Die sind sehr flexibel, also für mich mit meinem sehr dicken Haar... Ich wette mit euch, einmal oder zweimal gebürstet, da gehen schon mal 5 davon flöten. Und wenn das bei jedem Bürsten so ist, dann wird das Ding wahrscheinlich bald eine Glatze haben. Also das ist wirklich so. Ja, was kann man mit diesem Teil noch machen? Vielleicht könnte ich ja eine Runde Ping-Pong spielen hier mit, wenn ich es nicht gebrauchen kann. Weil das hat schon so ein bisschen Paddelcharakter. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich was zum Paddeln habe. So, ich habe hier so die kleine Königin aus... Dornröschen war das, glaube ich. Nee, Schneewittchen. Aus Schneewittchen. Und die paddel ich jetzt mal gegen die Wand. Funktioniert. Also, paddeln kann man damit schon mal. Damit könnt ihr bestimmt auch eurem Schatzi eins überbraten. Obwohl, ja, ich sag mal, die Klatschwirkung ist nicht ganz so groß. Da müsste die Bürste größer sein. Ja, was bleibt einem noch anderes übrig, als einfach halbnackig im dunklen Bad herumzuhüpfen, direkt nach der Dusche, die man natürlich auch im Dunkeln gemacht hat und man wischt sich ja auch im Dunkeln die Haare. Und ja, Hauptsache man weiß, wo die Bürste dann ist, gell? Also im Dunkeln, ne, wenn die so schön leuchtet.
Ich weiß ja nicht. Also das ist auf der einen Seite irgendwie gruselig, auf der anderen Seite wieder witzig, dann wieder einfach nur sinnlos. Was soll ich mit dem Teil? Ich meine, ich werde sie bestimmt aufheben, für wenn ich mal auf Reisen bin, weil ich sag mal, wenn ich Platz in der Schminktasche brauche, dann kann das Teil ruhig mal fliegen, ist kein Problem. Aber wozu? Das ist eine Box, die 20 Euro kostet, mehr inzwischen, 21 Euro fast schon kostet. Und ich erwarte da einfach Produkte für erwachsene Frauen. Ich meine, bunte Sachen sind okay, aber doch keine für 13-jährige Teenies. Also ich meine, ich weiß ja nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Mir fällt nichts. Ich bin sogar jetzt, ich habe eben den Kopf voller Ideen gehabt und habe mich darüber im Kopf schon ausgelassen. Aber ich bin aktuell irgendwie doch so sprachlos, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich überhaupt sagen soll zu dem Teil. Ich meine, ja, ich werde mal gucken, ob das tatsächlich auch im Dunkeln leuchtet. Und wenn ich die Möglichkeit habe, gucke ich einfach mal, ob das so funktioniert. Das Teil kostet, ich sag's nochmal, falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, das Teil kostet allen Ernstes 11,10 € umgerechnet. Plus, minus, ne, ungefähr. Jetzt probieren wir einfach mal aus, wie das denn bürstet. Machen wir uns den Spaß einfach mal. So. So, den ganzen Tag Haare im Zopf gehabt. Das heißt, die sind so schöne Dellen drin. Und jetzt probieren wir es einfach mal aus. Also, ich bürste jetzt von unten nach oben. Meine Haare habe ich gestern Abend frisch gewaschen. Das heißt, sie dürften nicht allzu schlimm sein. Aber ihr werdet lachen. Ich bin sogar positiv überrascht. Das geht wirklich wie Butter durch meine Haare durch im Moment. Jetzt kommt der Clou. Jetzt kommen nämlich hinten die Haare dran. Moment. Ah, okay. Gut. Also auf den ersten Blick oder Gefühl scheint es gut durch die Haare zu gehen. Es gibt aber ein Problem. Und zwar, und jetzt habe ich natürlich Haare dran. Es tut mir leid. Und zwar sind die Borsten natürlich hier. Breakdance Moves vom Feinsten machen die. Also die sind sehr, sehr, sehr weich. Das heißt, das ist wie so ein Tangle-Teaser. Ich glaube, die waren noch so ein bisschen vielleicht vom Tangle-Teaser inspiriert. Ich habe keine Ahnung. Aber beim Tangle-Teaser habe ich halt das Problem gehabt, dass es oberflächlich meine Haare gebürstet hat. Aber unten drunter war alles immer noch wie gehabt. Deswegen bin ich kein Fan vom Tangle-Teaser. Halte gar nichts davon. Zumindest nicht bei meinen dicken Haaren. Und ich fühle mal durch. Vielleicht geht es auch nur durch meine Haare im Moment gut durch, weil ich ein sehr pflegendes und feuchtigkeitsspendendes Shampoo benutzt habe im Rahmen meiner Antischuppenkur. Aber ich merke schon auf der Kopfhaut, nee, also ich merke auf der Kopfhaut trotz des ersten guten Eindrucks, dass wirklich die Borsten so sich biegen. Das heißt, ich habe vielleicht eine Bürstwirkung. Das ist vielleicht okay, wenn man mal ein Wochenende wegfährt oder so. Ich meine, an manchen Wochenenden bürste ich meine Haare auch gar nicht. Da werden die nur hochgemacht. Und deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Jetzt muss ich mal gucken, wie es aussieht. Ja, also es sieht schon gut aus, aber ich muss gucken. Ich werde es einfach mal ausprobieren und ja, dann kann ich ja mal irgendwann eine Rückmeldung geben. Bei Boxenprodukte durchgetestet gebe ich euch einfach mal eine Rückmeldung, wie die Wirkung der Bürste denn war. Jetzt sind meine Haare natürlich sehr, naja, offen halt, ne? Was haltet ihr denn von diesem Teil? Habt ihr für irgendwie sowas Gebrauch oder seid ihr kleine Partymäuschen, die gerne mal in der Diskothek ihre Haarpflege frönen? Sagt mir doch einfach mal, was ihr von diesem tollen Teil haltet in den Kommentaren. Ja, oder habt ihr Tipps, ob ich das vielleicht irgendwie zweckentfremden kann? So die Haare auf dem Rücken bürsten oder so, ich habe keine Ahnung. Ja, sagt mir einfach mal ein bisschen Rückmeldung dazu. Teilt meine Freude mit mir. Naja, egal. ja, also mehr fällt mir jetzt wirklich nicht mehr zu ein. Ich glaube, die Hälfte, was ich sagen wollte, ist gerade flöten gegangen, weil ich einfach so, so überreizt war von diesem tollen Teil. Und ich wünsche euch nochmal einen schönen Abend und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Verzeiht, dass es mal wieder chaotisch ist. Irgendwie habe ich heute Hummeln im Hintern. Ich weiß nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall was und wir sehen uns bald wieder, hoffe ich. Und adios.